Dann haben wir hier das kleine Einhorn vom Riesenwald. Wenn ich das Cover sehe, erinnert mich das fast schon ans Neinhorn, ist aber hier jetzt nicht gemeint, aber es geht auch um Einhörner. Ja, das Kleinhorn vom Riesenwald, es geht um alle möglichen verrückten Einhörner. Wir haben hier ein Kleinhorn, wir haben ein Schweinhorn, ein Pikfeinhorn, wir haben das Sonnenscheinhorn und das Schleimhorn. Ja? Und die hausen und wohnen alle glücklich im Riesenwald. Und sie werden behütet von freundlichen, lieben Riesen. Das ist ein Kinderspiel ab 4 Jahren. Man bekommt 3 Karten auf die Hand, die immer eines dieser verrückten Einhörner zeigen. Schweinhorn, Kleinhorn und so weiter. Und eine Hintergrundfarbe haben. Wenn ich dran bin, liegt hier ein Ablagestapel. Zeigt mir eine Farbe und einen Einhorntyp. In diesem Fall das Schleimhorn auf grün. Ich kann jetzt entweder die Farbe bedienen oder die Art des Einhorns. Diesmal lege ich halt hier eine grüne Karte ab. Jetzt nehme ich den grünen Riesen und der geht jetzt zu einem offenliegenden Kleinhorn hier. Wo er herkommt, das zählt nicht. Dann kriege ich sofort das Kleinhorn, die kommt in meine Herde. Und jetzt kann ich schauen, was taucht hier noch auf. Das ist noch ein Sonnenscheinhorn. Habe ich noch eine Karte mit Sonnenscheinhorn? Oh ja, habe ich noch. Dann darf ich die hier außer der Reihe einfach ablegen und kriege das auch noch. Ha, wenn ich das Kleinhorn, das hier auftaucht, auch noch hätte, könnte ich auch das noch bekommen, wenn ich noch eine Karte dafür hätte. Habe ich nicht mehr. Der Riese stellt sich ja hin, der nächste Spieler ist dran. Erst wenn ich keine Karten mehr habe, ziehe ich wieder nach. Oder wenn ich nicht kann, dann ziehe ich eine Karte nach. Könnte ich die noch spielen, darf ich die auch noch anwenden. Ja, das Schöne ist jetzt allerdings und das Fiese, sollte sich das gelegte Einhorn nicht hier auf dem Spielfeld befinden oder ein anderer Spieler hat einfach schon eins gesammelt, dann kann ich auch das klauen. Und das macht den Kindern entweder total viel Spaß oder sie werden richtig grantig. Aber das ist ja Teil der Sache. Ne? Ja. Spiel ist vorbei, wahrscheinlich, wenn die Blättchen weg sind? Genau. Wenn alle Blättchen verteilt sind, gewinnt der, der die meisten Einhörner gesammelt hat. Okay. Ganz einfach. Das hat der Benjamin Schwer, wenn ich auf dem Cover sehe, wahrscheinlich mit seiner Tochter gemacht. Mit seiner Tochter, der Emma. Genau. Das ist eine Co-Produktion von Vater und Tochter. Das setzt sich auch langsam in der Szene durch. Autor schnappt sich seine Kinder und macht ein Kinderspiel. Auch sehr schön illustriert von der guten Michelle Cavallotti, die auch schon einige Sachen bei uns gemacht hat. Und wir finden es sehr gelungen.